Konnektivität beschreibt die digitale Vernetzung aller Bereiche unseres Lebens. Und diese digitale Vernetzung, die verändert natürlich die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren. Und für Unternehmen bedeutet das, wir müssen uns als Unternehmen auch anders ausrichten in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern, Stichwort Remote Work, Remote Führung, aber auch unseren Kunden und Lieferanten. Ja klar, die gesellschaftliche Verbreitung von den Social Medien, und da steckt ja das Wort Social drin, die berührt nicht nur unser Privatleben, sondern natürlich ganz eklatant auch das Businessleben. Die digitale Revolution, die ist in vollem Gange. Das heißt aber auch, dass diese neue Netzwerkgesellschaft von uns allen ganz andere Kompetenzen verlangt im zwischenmenschlichen Bereich. Naja, die zentrale Voraussetzung ist einmal das Verständnis, dass man diese Digitalisierung und diese Konnektivität nicht isoliert betrachten kann, sondern dass es eine ganzheitlich systemische Angelegenheit ist. Und das heißt, bei diesem digitalen Wandel, da geht es jetzt nicht darum, die Technologien zu verstehen und zu beherrschen, sondern es geht darum, zu verstehen, welchen Umgang Menschen voneinander erwarten, und wie wir miteinander umgehen müssen, speziell mit unseren Kunden und Mitarbeitern, um zu punkten im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, wir kennen das alle. Heutzutage hat jeder zig Möglichkeiten zu kommunizieren. Handy, SMS, WhatsApp, Brief, Fax, E-Mail. Und wir kommunizieren mehr als je zuvor, aber die Qualität unserer Kommunikation, die fällt komplett ab. Ja. Und wir besitzen nicht mehr die Höflichkeiten, dem anderen zu antworten innerhalb eines adäquaten Zeitraums oder zumindest auch zu sagen, danke, deine Anfrage ist angekommen, ich brauche etwas Zeit, ich melde mich. Höflichkeit bleibt weitgehend auf der Strecke und man muss einfach verstehen, dass innerhalb der digitalisierten Welt diese Dinge trotzdem nach wie vor wichtig sind, weil am Ende eines jeden digitalen Mediums ein Mensch sitzt. Ja, der Wunsch nach Vertrauen und Sicherheit, der ist ja unmittelbar gekoppelt an meine Wahrnehmung von einem anderen Menschen. Wenn ich diesen Menschen als unfreundlich, als unhöflich wahrnehme, dann tue ich mir sehr schwer, ihm Vertrauen zu schenken. Ja, also diese Wahrnehmung, die ist ganz eng aneinander gekoppelt. Auf der anderen Seite, wenn wir über Technologien sprechen, zählt dazu natürlich auch, dass wir die Prozesse, mit denen wir mit unseren Kunden und Lieferanten interagieren, auch digital anpassen. Und einer digitalen Anpassung folgt logischerweise die Anpassung der Produkte und der Dienstleistungen. Nein, Digitalisierung ist nicht Technologie oder nicht nur Technologie. Bei der Digitalisierung ist es wichtig zu verstehen, dass trotz der Technisierung und Digitalisierung auf der einen Seite im Augenblick ein ganz starker Trend da ist, den Mensch auf der anderen Seite wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, es ist nicht mehr der Mensch, der der Maschine dient, sondern es sind die Systeme, die dem Menschen dienen. Nehmen wir beispielsweise mal LinkedIn. Kennt wahrscheinlich jeder und jeder, der im Business unterwegs ist, ist hoffentlich drauf. So, LinkedIn für sich ist eine Technologie, aber nicht nur, denn was nutzt die Technologie, wenn sie nicht mit Leben erfüllt wird? Ja? Ich bin nicht digitalisiert, wenn ich lediglich auf LinkedIn ein halbherziges, liebloses, unvollständiges Profil habe, sondern ich bin dann vernetzt, wenn ich ein gepflegtes Profil habe, einen regelmäßigen Auftritt, der anderen Nutzern Mehrwert bietet und wenn ich so viele Kontakte habe, dass ich im Falle eines Bedarfs des Know-hows meiner Kontakte, die kontaktieren kann, auch eine Antwort bekomme. Ja? Ein Netzwerk ist nicht nützlich, wenn ich mich erst dann drum kümmere, wenn ich es brauche. Folglich würde ich beides isoliert sehen, dann sage ich, ich habe die Technologie, alles paletti, nutzt aber nichts. Ja? Die Technologie ist nur so gut wie der Mensch, der sie benutzt.
Und die Benutzung durch den Menschen ist wiederum nur so gut wie seine sozialen Kompetenzen in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja, da gibt's viele. Also zunächst einmal muss man Unternehmen alle Missverständnisse über digitale Kompetenz beseitigen und eben dafür sorgen, dass wir hier nicht nur die Technologie drunter verstehen, sondern auch die Verhaltensänderung. Zum Zweiten braucht man natürlich ein Bewusstsein, was man als Unternehmen sein will, welche Identität habe ich, was will ich transportieren. Denn solange ich nicht weiß, welches Bild ich als Unternehmen nach außen transportieren will, wie soll ich dann dieses Bild, das ich nicht kenne, auch durch die sozialen Medien transportieren? Als Manager üben sie sich im Loslassen und im Delegieren. Nur wer auch Verantwortung übernehmen kann und Dinge mitgestalten kann, der wird sie leben. Und das gilt natürlich ganz klar auch für den digitalen Wandel. Fünftens, man muss natürlich ständig, ja, gerade wenn man mit Kunden zu tun hat oder kommunizieren muss von Berufswegen, an seinen sozialen Kompetenzen arbeiten. Ja. Gutes Benehmen ist nicht out. Ja. Man kann auch nicht zu viel kommunizieren. Man kann leicht zu wenig kommunizieren. Man kann sehr leicht das Falsche kommunizieren, aber nie zu viel. Es muss ein Bewusstsein da sein, dass in einem Zeitalter, wo Produkte und Dienstleistungen austauschbar sind, weil was Schlechtes hält sich gar nicht lange auf dem Markt, der einzige Unterschied in den Augen des Kunden der ist, wie das Produkt durch den Anbieter dargebracht wird. Ja, ist der nett, ist der sympathisch, ist der höflich, ist der zuverlässig, ist der vertrauenswürdig? Wenn ich das bin, punkte ich. Wenn ich das nicht bin, habe ich verloren. Da kann ich auch mein Produkt verschenken, nimmt es trotzdem keiner. Sechstens, achten Sie darauf, dass die Organisation versteht, dass das Kapital eines Unternehmens heute nicht mehr das Produktionswissen ist, sondern die Beziehungen und die Beziehungskompetenzen, die Beziehungsqualitäten untereinander zu Kunden und zu Lieferanten. Siebtens, mein Lieblingswort, Co-Opetition. Ja, nicht den Wettbewerber ignorieren oder als Feind betrachten, den man bekämpfen muss. Das bringt sowieso nichts, außer dass man sich ausreibt. Ergänzen Sie sich mit Ihren Wettbewerbern. Es fasziniert mich oft, dass vermeintliche Wettbewerber, die kein Wort miteinander sprechen, dann aber in Arbeitgeberverbänden oder Fachausschüssen gut miteinander harmonisieren und klarkommen. Man kann sich oft ergänzen, ja, man kann sich zusammentun, wenn man zum Beispiel eine Ausschreibung gewinnen will. Selten kann einer die komplette Bandbreite abdecken. Gemeinsam mit Mitbewerbern kann man das eventuell. Ja. Man kann sich auch zusammentun und gemeinsam Dinge beschaffen, dann hat man größere Volumen und Einkaufsvorteile. Ja. Was gibt's denn schon an Geheimnissen? Ja? Sie handeln ja nicht mit Patenten, wenn Sie mit Ihren Mitbewerbern zusammenarbeiten, sondern man schaut, wo sind Synergien zu heben. Und da, glaube ich, sollte man heute einige Ängste einfach mal beiseite schieben, die völlig unbegründet sind. Musik.